Hallo zu einem neuen Video, in dem es heute mal darum geht, ein neues Aufnahmegerät zu testen. Für Reisefilme zum Beispiel bietet es sich an, auch Fahrtszenen zu zeigen. Am einfachsten zu filmen sind diese freilich mit einer kleinen Kamera, die man an der Windschutzscheibe des Autos befestigt. Die Wahl fiel dabei auf eine GoPro Hero 4. Die braucht, im Gegensatz zu sogenannten Dashcams, die eher darauf ausgerichtet sind, den gesamten Fahrtverlauf zu protokollieren, keine externe Stromversorgung. Auf geht's! So, das ist jetzt mal ein Test für die neue GoPro. Ich will mal probieren, mit der GoPro aus dem Auto zu filmen. Englisch würde man wahrscheinlich sagen, ein Roadmovie zu machen. Ja, einfach mal ein Film von unterwegs. Ich habe sie jetzt hier schon mal angebaut. Ist gar nicht so einfach dafür, einen vernünftigen Platz zu finden, sodass sie natürlich auch sicher ist, dass sie nicht die Sicht behindert beim Fahren. Das ist natürlich ganz wichtig. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Aber natürlich soll sie auch so angebracht sein, dass man dabei hinterher etwas sieht. Ja, und das probieren wir jetzt mal aus. Auf einer kleinen Fahrt von dem Stadtzentrum Berlins in Richtung Norden. Wir bauen sie übrigens vom 142er die Bushaltestelle um. Die hält hier nicht. Das heißt, die Haltestelle fällt ersetzt. 300 Meter nur an der großen Kreuzung links abbiegen. Gleich zu Beginn fällt auf, die Tonqualität der GoPro-Aufnahme könnte besser sein. Dabei habe ich schon von vornherein ein externes Mikrofon dazu gekauft. Dieses Pro-Mic, das unter dem Label Polar Pro vertrieben wird und zum Beispiel bei Amazon derzeit für knapp 55 Euro gekauft werden kann, hat gleich einen Adapter von 3,5 mm Klinke auf den Mini-USB-Eingang der GoPro dabei. Da braucht man keinen Adapter extra kaufen und das Mikrofon hängt auch nicht in der Luft. Auf der Beifahrerseite ist das Mikro allerdings vom Fahrer ein Ende weg, was dazu führt, dass die Worte des Fahrers nur recht leise zu hören sind. Ein Lavaliermikrofon, das an der Kleidung befestigt wird, wäre da eindeutig die bessere Wahl. Dem Set von Polar Pro liegt übrigens sogar ein Lavaliermikrofon bei. Man bekommt hier also zwei Mikrofone, aber dazu an späterer Stelle mehr. Nach der Fahrt durch einen Teil von Prenzlauer Berg haben wir hier Weißensee erreicht. Die Clement-Gottwald-Allee war schon zu DDR-Zeiten die Einkaufsstraße des Bezirks.
Bis zum 13. Juni 1953 hieß sie Berliner Allee. Dann wurde sie nach dem tschechoslowakischen Politiker Klement Gottwald benannt. Der war von 1945 bis zu seinem Tod 1953 Vorsitzender der Kommunistischen Partei der CSSR. Nach der Wende wurden in Berlin viele sozialistisch behaftete Straßennamen getilgt. Und diese Straße hier wurde nach 38 Jahren am 31. August 1991 in Berliner Allee zurück umbenannt. Kollege auf dem 255, will er rein oder will er nicht rein? Eben war es wieder deutlich zu hören. Das Polar Pro Mikrofon ist zu weit weg, der Live-Kommentar zu leise. Wir sind immer noch auf der Berliner Allee. Sie führt weiter gen Norden. Hier ist sie auch schon zur Bundesstraße 2 erhoben. Erst in etwa 1,5 Kilometern, kurz vor Malchow, wird sie zur Malchower Chaussee. Das Tempolimit ist 30 Stundenkilometer. Wir haben Berlin verlassen und sind im Land Brandenburg auf der Landesstraße 31 zwischen Ladeburg, Woltersdorf und Lanke. Den Berlinern werden die Orte bestimmt etwas sagen. Alle anderen können sicher mit Bernau und Wandlitz etwas anfangen. Bernau haben wir hier hinter uns gelassen. Wandlitz ist gar nicht mehr weit weg. Ja genau, das ist jener Ort, in dem das DDR-Politbüro eine eigene Siedlung hatte. So weit geht es auf dieser Tour jedoch nicht. Zwischen Lanke und Biesenthal geht es von der Landesstraße runter und rechts rein in den Hellmühler Weg. An dessen Ende liegt der Ortsteil Hellsee und natürlich der gleichnamige See.
einen Seeblick filmen am Ziel dieser kleinen Testfahrt. Das ist der Plan. Am Südufer des Hellsees ist auch ein Ferienpark. Zumindest ist in Google Maps einer eingetragen. Die Straße zu einem Ferienpark hatte ich mir allerdings etwas größer und nicht ganz so holprig vorgestellt. Hellsee. Die Straße ist zu Ende, aber vom See bisher keine Spur. Der befindet sich außerhalb des Sichtfeldes, das man von der Straße aus hat, in der bisherigen Fahrtrichtung auf der linken Seite. Je nach Standort an der Straße fehlen etwa 50 bis 100 Meter. Die sind jedoch leider nicht öffentlich zugänglich. Also wenden und wenigstens ein Plätzchen für einen kurzen Aufenthalt suchen. So, jetzt sind wir also der Großstadt entflohen, dem hektischen Berlin. Hier ist eine wunderbare Ruhe. Hinter mir hört man einen Wasserfall. Das Ganze ist hier zwischen Lanke und Wiesental. Hier ist ein Ferienobjekt, wo wir jetzt eben runtergefahren sind und wieder zurück. Deshalb dachte ich, die Straße wäre etwas größer und die Parkplätze wären etwas reichlicher gesät. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber hier am Rand kann man das Auto auch parken für ein paar Minuten, um sich jetzt hier mal kurz zu Fuß umzusehen, wo wir denn überhaupt hier gelandet sind. Ich war selber auch noch nie hier und lass mich mal überraschen, was hier so in der Nähe los ist.
Viel Natur gibt es hier also. Frische Luft, Entspannung, Abschalten vom Alltagsstress. Schade nur, dass der See nicht zugänglich war. Kutschenpaule, das Maskottchen mit eigener Facebook-Seite und Stammplatz im Auto unter dem Navi, war natürlich auch mal mit draußen. Wenn ihr den Kleinen auf Facebook mal besuchen wollt, der Link steht in den Kommentaren. Nun geht es wieder zurück nach Berlin, allerdings über einen komplett anderen Weg als auf der Hinfahrt. Sonst wäre es ja langweilig. Am Bahnhof Biesenthal geht es über die Eisenbahnstrecke Berlin-Bernau-Eberswalde-Pasewalk-Stralsund. Dann weiter immer die Landesstraße 292 entlang Richtung Südosten durch Grüntal, Tempelfelde, Schönfeld und Beiersdorf. Schönfeld ist freilich nicht zu verwechseln mit Schönefeld. Jener Ort mit dem peinlichsten Flughafenbau der Welt, der wohl nie fertig werden wird, liegt südlich von Berlin. Wir sind hier weit entfernt davon, im nördlichen Berliner Speckgürtel. So, ich bin jetzt hier auf einer Landstraße, die zur B158 geht. Ich fahre also jetzt quasi östlich an Berlin vorbei, vom Norden in Richtung Süden. Eigentlich wollte ich in Werneuchen ankommen, hat aber nicht ganz geklappt. Bin ein bisschen zu weit nach Osten und komme dann in Werftfuhl an. Werftfuhl liegt zwischen Werneuchen und Tiefensee. Da gab es früher auch mal eine Bahnstrecke, das war die Wietzner Bahn, die ist aber leider inzwischen von Werneuchen aus in Richtung Osten komplett stillgelegt, da fährt nichts mehr, man hat also scheibchenweise eingestellt. Zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren konnte man auf der Wietzner Bahn noch bis Wietzen fahren. Ursprünglich ging es ja noch weiter ins heutige Polen. Aber nach der Wende dann erst bis Tiefensee zurückgezogen und dann bis Werneuchen. Ja, heute geht es aber hier nicht um die Eisenbahn, sondern eigentlich nur um einen Probefilm für die GoPro, die jetzt geduldig im Auto wartet. Aber ich wollte das Herbstwetter, kann man dazu eigentlich jetzt Herbstwetter sagen? Das ist herrlicher Sonnenschein, ich bin hier kurzärmlich. Ich hatte heute Morgen ernsthaft überlegt, ob ich was Langärmliches anziehe, aber zum Glück habe ich es dann doch nicht getan, weil es ist richtig warm jetzt. Auch wenn es in der Nacht schon kühl wird, aber das ist, hier, man glaubt es kaum, dass es der 27. September ist. Es ist richtig warm, Spätsommer. Und weiter geht es in Richtung Süden, jetzt über die Kreisstraße 6429. An deren Ende werden wir die für ihre zahlreichen stationären Blitzer berühmt-berüchtigte Bundesstraße 158 bei Werftfuhl erreichen.
geht es auf die B158 und damit auch entlang der Wriezener Bahn. In Fahrtrichtung Berlin, wo wir jetzt unterwegs sind, verläuft die Bahn linker Hand der Straße. Wir sind bei Werftfuhl, das liegt zwischen Tiefensee und Werneuchen. Am 10. Dezember 2006, also vor fast 10 Jahren, wurde der Reiseverkehr zwischen Tiefensee und Werneuchen eingestellt. Damit ist von der Wriezener Bahn, die einst von Berlin über Wriezen hinaus bis ins heutige Polen führte, nur noch der 24,4 Kilometer lange Abschnitt Berlin-Lichtenberg-Werneuchen mit planmäßigem Personenverkehr erhalten geblieben. Weiter östlich von hier, zwischen Tiefensee und Wriezen, endete der Personenverkehr bereits am 18. April 1998, also inzwischen vor über 18 Jahren. Die Stilllegung erfolgte dann im Dezember 1999. Später entstand zwischen Tiefensee und Sternebeck eine Draisinenbahn. Im Bahnhof Sternebeck schließt heute eine Museumsbahn an, die bis Wehweis kurz vor Wriezen führt und vom Museumseisenbahnverein Sternebeck e.V. betrieben wird. Von dem kleinen Exkurs zur Eisenbahn nun aber zurück auf die Straße. Am Ortseingang von Werneuchen haben wir den alten Bahnübergang am nordöstlichen Bahnhofskopf gerade passiert. Es ist 15.18 Uhr, der Nachmittagsberufsverkehr an diesem Dienstag ist im Gange. Voll wird es nicht nur auf den Straßen aus Berlin raus, sondern auch auf denen nach Berlin rein. Ahrensfelde, der Ort, der über eine Landesgrenze reicht. Das ursprüngliche Dorf Ahrensfelde gehört zum heutigen Land Brandenburg. Der S- und Regionalbahnhof sowie ein Neubaugebiet und die Straßenbahnenthaltestelle dagegen befinden sich auf Berliner Territorium. Laut Wikipedia ist Ahrensfelde eine amtsfreie Gemeinde im Landkreis Barnim. Der Berliner Teil ist Bestandteil des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Kurz vor der Berliner Stadtgrenze stehen wir nun auch in einem kleinen Stau. Es ist etwa 15.35 Uhr. Zur Raschauer wollen auch einige Leute offenbar zurück in ihr Berliner Zuhause. Innerhalb von etwa 5 Minuten ist der Stau hier jedoch überstanden. Und es geht weiter durch Marzahn, immer die Märkische Allee entlang, in Richtung Süden.
Inzwischen sind wir an den S-Bahnhöfen Ahrensfelde, Merower Allee, Raoul-Wallenberg-Straße und Marzahn vorbeigefahren. Es geht auf die Verbindungskurve von der B158, also von der Merower Allee, zur Landsberger Allee. Die führt dann weiter in Richtung Westen bis zum Platz der Vereinten Nationen und geht dort in die Mollstraße über. So weit fahren wir aber jetzt nicht. Bis zum S-Bahnhof Landsberger Allee fehlen nur noch wenige Meter. Wir verlassen hier die Allee und biegen in die Oderbruchstraße ein. Denn eingekauft werden muss auch noch. Da ändert auch der Test der GoPro nichts dran. So, wir sind am Ende vom Film angekommen, in der Kaufland-Filiale, in der Nähe von der Landsberger Allee. Hier muss ich jetzt noch kurz was erledigen und dann geht's nach Hause. Die restliche Fahrt, der kurze Weg durch die Stadt, den werde ich da nicht filmen mit der GoPro. Ich denke mal, das reicht als Test. Bin mal gespannt, wie es geworden ist. Ich hoffe, die Aufnahmen sind von der Bild- und Tonqualität hier zu verwenden. Und wenn ja, dann wird es auf alle Fälle dieses kurze Testvideo auch öffentlich geben auf YouTube. Schön verriegeln, mal abfüllen. Muss man gucken. Ja. So, und mal sehen, ob man den Beifahrer auch hört, wenn man sich im Auto unterhält. Ja. Und ich das Mikrofon hier am Poloshirt habe. So. Achtung, Bus von hinten kommt. Na, jetzt gerade glaube ich nicht, nee. Drum kommst du. Ja. Und abfahren, immer umziehen. Hm. Und Autoverkehr hier. Und wieder runter vom Hof I. Ja, Feierabend. Ja. Ganz zu Ende ist der Film doch noch nicht. Ich möchte euch noch kurz eine Nachtfahrt mit der GoPro zeigen. Die Live-Kommentare von eben bei der Abfahrt vom Omnibus-Betriebshof Indira Gandhi-Straße sind mit jenem Lavalier-Mikrofon aufgenommen worden, das dem Polar Pro-Mikrofon-Set beilag. Wie man gehört hat, lässt die Aufnahmequalität dieses Lavalier-Mikrofons zu wünschen übrig. Ich habe inzwischen einen anderen Test durchgeführt, mit dem Lavalier-Mikrofon des Rode Filmmaker Kits. Das ist eine Funkstrecke. Das Mikrofon hattet ihr in diesem Film bei den Live-Kommentaren in Beiersdorf Süd auf dem Ackerfeld
und am Kaufland schon gesehen. Der Test war zunächst erfolgversprechend und muss noch während einer längeren Fahrt wiederholt werden. So, nun drosseln wir das Abspieltempo des Films mal wieder von vierfach auf einfach. Das Rasen fand selbstverständlich nicht wirklich statt. Bevor der heimatliche Parkplatz erreicht ist, sage ich Tschüss, in der Hoffnung, der Film hat euch ein wenig gefallen.